Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Jesus sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Hier spricht Traude Brün aus Grünstadt. Hallo. 11.11. ist Martinstag. Der heilige Martin, Bischof von Tours, wurde an diesem Tag zu Grabe getragen, vermutlich im Jahr 397. Aber wir denken immer noch an ihn. 11.11. ist auch der Tauftag Martin Luthers, Theologieprofessor und großer Reformator. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren und, wie es damals Sitte war, so früh wie möglich getauft. In seinem Fall war das am folgenden Tag, dem 11. November, also am Martinstag. Und von daher bekam er auch seinen Namen. Nach dem Tagesheiligen Martin von Tours wurde auch er Martin genannt. Sehr praktisch. Seinen Tauftag hat er sich auf alle Fälle gut merken können. Luther lag viel an seiner Taufe. Die Tatsache, dass er getauft war, das hat ihm später enorm viel bedeutet. Gerade in dunklen Stunden hat er sich immer wieder daran erinnert. Wenn er angefochten war oder schwermütig, wenn er sich für ungenügend hielt, dann hat er es aufgeschrieben auf einen Zettel oder sogar mit Kreide auf den Tisch. Baptizatus sum. Ich bin getauft. Das hat ihn gehalten. Ich bin getauft. Ich gehöre Gott für Zeit und Ewigkeit. Ich bin sein Kind. Das gilt. Keine Macht der Welt kann mir das nehmen. Was bedeutet Ihnen Ihre Taufe? Wissen Sie noch etwas davon? Aus den Erzählungen der anderen? Vielleicht wäre eine Tauferinnerung auch für uns eine gute Idee. Ich bin getauft. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich weiß, an wem ich mein Leben ausrichten kann, damit es Sinn macht. Ich bin getauft. Man muss es ja nicht gerade mit Kreide auf den Tisch malen. Vielleicht gibt es ein Foto, das beim Erinnern hilft. Oder das Taufkleid oder eine Kerze. Ich kenne inzwischen meinen Tauftag und meinen Taufspruch. Das habe ich gefunden auf der Rückseite meiner Geburtsurkunde. Aber vor allem, wann immer ein Kind getauft wird im Gottesdienst, werden wir an unsere eigene Taufe erinnert. Vielleicht singen wir sogar dieses Lied, das ich jetzt bete. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. Bleiben Sie behütet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.